Ja, moin Leute und willkommen zu einer weiteren Folge 7 Days to Die. Ich bin immer noch mit Jesse zusammen hier unterwegs und Hallo, wir stehen Leute. Hier vor der Quest. Problem ist, genau. Es ist mittlerweile Nacht, aber das sollte kein Problem sein. Ich werde mir jetzt mal ein paar Klamotten basteln. Weil so nackt da bei den Zombies reinstampfen ist, glaube ich, nicht ganz so praktisch. Den Baum habe ich gerade gepflanzt, den kannst du nicht abhauen. Achso. Aber man kann Bäume pflanzen. Wir haben auch kurz hier unsere Schlafsäcke positioniert, falls wir sterben sollten, dass wir hier vor wieder spawnen. Und haben Lagerfeuer aufgestellt. Ich hatte ja letzte Folge einen Topf gefunden. Und Daniel kann sich da jetzt auch nochmal Wasser rausnehmen. Ich habe meinen Teil schon rausgenommen. So. Und ein paar Kartoffelchen bin ich gerade am Brutzeln. Warum brauchen die denn so lange? Ah, das sieht doch schon besser aus. So, Ja, nice! Was, haben wir Wasser? Ja, ich habe Wasser für dich. Hälfte haben wir gemacht. 5 Stück, cool. Mhm. Das ist gut. Ja, die Kartoffeln lassen wir jetzt hier einfach durchbrutzeln. Mhm. Ich würde sagen, wir gehen in die Quest rein. Ja, direkt losquesten. No. So, haben wir noch irgendwas? Nee, also direkt rein und auf die Schnauze. Warte mal, ich brauche mal meinen anderen Knüppel. Den da. Attacke. Du musst die aktivieren, weil du die Quest angenommen hast. Das kann ich nicht. Starten der Quest. Drücke E zum Starten der Quest. Ja. Du hast sie doch angenommen, muss ich sie starten? Ja, aber ich drücke und drücke und drücke. Geh mal zur Seite, bitte. Es gibt keinen Schlafsack in der... Warte. Es gibt keinen Schlafsack in der Sehenswürdigkeit, in der du Quests erledigen willst. Komm bitte später zurück. Ja, nimm mal deinen Schlafsack hoch. Dürfen wir keinen Schlafsack hier haben, oder was? Ja, der weiß ich auch nicht, aber da spinnt er manchmal. Ich leg mal dahin. Okay. Nochmal abbrechen. Nö, jetzt geht's wieder nicht. Jetzt schreibt er das wieder mit dem Schlafsack. Ich glaube, mach mal deinen weg. Weil eben hat er geschrieben, der Spieler ist zu weit entfernt, der andere, und könnte dann da nicht mitmachen oder irgend so irgendwas. Gedöns halt, ne? Ja, warte. So. Oh, jetzt. Mhm. Quest ist, Vorräte aus White River suchen und drinnen bleiben. Ja, genau. Das kriegen wir hin. Gucken wir uns doch erst einmal ein bisschen um. Mhm. Und hauen die Dinger hier. Hey. Rückwärts. Oh. Ah, ich blute. Du blutest. Hast du einen Verband? Ja. Mann, weißt du, da will man doch nur nett und freundlich sein und kriegt voll auf die Schnauze. Ich suche ich höre noch welche. Ja, die sind hier außen irgendwie an der Wand. Hinterm Häuschen. Ja. Dann werden die uns irgendwann besuchen kommen. Ach, die werden noch ein bisschen braun, bis sie hier durch sind. Mhm. Was denkst du? So, hier ist alles. Oh, Munition. Munition ist immer gut. Wir haben zwar noch keine Waffen, aber was wir haben, haben wir. Ihr kennt's ja. Fortschmeiße kann man es immer noch, ne? Bis Daniel! Ich bin unten. Ich muss mich jetzt hier mit dem Hansel rumschlagen. Daniel ist irgendwo und... Au! Nein, keine Ausdauer! Nein! Oh! Oh, habe ich noch einen Verband? Nee. Oh, wei. Aber ich habe Hunger. Dann hauen wir uns hier mal irgendwas rein. Ich sehe mal zu, dass ich dich da unten gleich wieder begleite. Da scheppert alles irgendwie. Ja, weil ich hier oben rumlaufe. Ich wollte wenigstens die Sachen hier looten, bevor wir runterfallen.
Ja, ich wusste ja nicht, dass es da so zügig runtergeht. Nee, das weiß man auch nicht. Aber hier unten gab es ordentlich Loot. Da oben scheppert's. Warum bin ich denn, das alles einbricht. Warum bin ich denn hier so langsam? Ich heil mich mal. Ach so, es hat übrigens jeder für sich diese Vorräte, die er finden muss. Ach so. Ja, meine werden oben angezeigt. Also da goldenes Ding oben. Hier ist eine Leiter. Okay, da gehen wir noch nicht hoch. Wir wollen ja erstmal alles erkundschaften hier unten. Ich habe mir einen Knochen gebrochen. Das ist nicht gut. Ach doch, für den Loot mache ich das gerne. Jetzt habe ich mir auch die Knochen gebrochen, weil ich runtergekommen bin. Okay, da ist die nächste Leiter. Dann wird wahrscheinlich hier auch eine Leiter sein. Ach, ich bin überladen, deswegen bin ich so lahm. Also hier sind drei Leitern. Ich nehme, glaube ich, die mittlere, weil... Ja, da, wo du jetzt auch bist, glaube ich. Ja, ich muss mal gucken, wo meine Vorräte sind. Lass mal umgucken. Ich bin hier in einem Brunnen, okay. Wo haben sie die denn versteckt? Ah, hier. Ach, die Geier. So, ich habe meine gefunden. Okay, ich meine noch nicht. Aber dafür Zombies gefunden. Das ist cool. Egal, dann kann jetzt die Quest nicht mehr schief gehen. Das ist schon mal schön. Oh. Daniel hat einen ganz dicken da sich geholt. Ja. Aua. Nein, keine Ausdauer. Ja, das gleiche hatte ich gerade auch. Ich versuche die ja hinterher zu schleichen, aber es klappt nicht. Wo ist er denn? Nur mal, ihr kommt von der anderen Seite. Er ist tot. Okay. Oh wei. Holy, holy, holy. Geht ja doch ganz gut ab. Ich bin, ich habe Schnittwunden, ich bin infiziert und ich habe ein verstauchtes Bein. Wie geht's dir so? Ja, gebrochene Knochen und ein paar Kopfschmerzen. Infiziert bist du nicht, ja? Nein. Hast du Glück. Keine Ausdauer mehr. Ich bin halt übelst überladen, ne? Ja, ist normal. Ja, da wird's dann interessant, den Packesel hochzuleveln. Ah, es wird hell. Ja, schön. Dann gehe ich nochmal ins Häuschen und gucke, ob da mein Loot irgendwie versteckt ist. Ja, zeigt dir das ja an über die Meter, ne? Nö, wenn nicht, du das gesehen hast. Nicht wirklich. Ach doch, warte mal. 0,9. Ah, okay. Im Klo ist es nicht. Boah, Alter, ich habe nur noch 31 Leben. Sind es wieder... Ja, ich 33. Wir können noch kein Erste-Hilfe-Band. 6, 5, 3, 3, 2, 1, 2. Hä? Die sind manchmal ganz gut versteckt. Wahrscheinlich oben. Ja, das siehst du immer am Pfeil. Ob der runter oder hoch zeigt. Ja, 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 ich hab's gerade gesehen, der zeigt nach oben. Ja, dann okay, dann nach da oben. Mal gucken. Das wird so nix. Ey, ich baue das gleich zu. Tschüss, Daniel. Oh Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann. Ah, warte mal, wenn ich schon dabei bin, machen wir mal Inventar leer. Weil da waren irgendwo Bücher. Ah, sehr geil. So. Verbandskasten. Alteisenhandschuhe. Kann ich die reparieren? Jo, kann ich. Dann ziehen wir sie auch an. Tragen. Daniel. Kann ich die reparieren? Nein, kann ich nicht. Was fehlt denn da? Du hast nicht die Materialien um... Ja, du mich auch. Ach, das ist auch ein Buch. Okay. Was haben wir noch? Ja, muss ich dann in Ruhe nochmal alles durchgehen. Aber wir sind wieder ein bisschen schneller. Aber nur ein bisschen. Machen wir mal auf die Kiste hier.
Mach mal zu die Kiste hier. So. Das ist ja auch so ein Fail. Oh, hier ist noch eine versiegelte Kiste. Ja, hatte ich auch vorher eine gefunden. So, jetzt probiere ich nochmal da die Leiter hochzukommen. Mhm. Oh, ich weiß auch wie. Machen wir jetzt ganz easy. Jetzt wird gecheatet. Hört! Ich baue mir jetzt Baublöcke und mache den Boden zu. So, okay, das ist kein Cheaten. So, jetzt bin ich oben. Und gleich macht's knacken, dann bin ich wieder ohne. Ach, da drüben. Da drüben. Wie komme ich darüber? Baublöcke. Ja, dann machen wir mal ein paar. 2, 3, 4, 5. Fertigen. Ach, Mann. So, komm, bau mal irgendwie. Da. Ist ja bald wie Minecraft. Überall hochbauen und reinbauen und drüber und, ne? Dahin. So. Ja. Dann haben wir hier eine versiegelte. Ach so, mein Ding ist kaputt. Dein Ding? Also hier das, ne? Zum draufhauen. Ah, da habe ich noch keine Rohre. Okay. Dann. Das ist nicht gut. Ja, Kopfschmerzen. Komm, das werden wir überleben, Junge. Ja. Mit R hat man alles genommen, genau. Liegt noch was dahinter? Ich könnte dir eine Kopfschmerztablette geben. Ich habe einen Messbecher gefunden. Ja, geil. Ja, ich werde mal so ein paar Sachen hier runter schaffen. Stimmt, was man unten in der Leiste hat, ist ja nicht mehr im Inventar. Genau. Die können wir eigentlich zerlegen. Stimmt, das war ja auch eigentlich immer ganz praktisch. Stahlknüppelteile. Das ist doch ein Stahlknüppel. Nee, selbstgebauter Stahl. Nee, das ist im Moment der Holzknüppel. Ja, ich habe hier dieses Rohrdingsgedöns. Militärrüstungsteile, kann ich irgendwas irgendwie verwenden, um ein bisschen... Nee, kann ich nicht. Okay, ich glaube, wir sind hier durch. Oh, oh. Glaube ich. Hoffe ich. Wenn bei dir steht, zurück zum Händler, rede mit dem Händler, bist du durch. Ja, ja. Dann kannst du zum Lagerfeuer kommen. Oh, oh. Dauert ein bisschen. Ja, ja. Ich bin nicht der Schnellste im Moment. Ich weiß auch noch nicht, ob ich das überlebe. So. Oh Gott, das ist auch noch ein roter, ne? Geh schön. Geh einfach. Oh. Mhm. Ein Hund. Wolf. Ding. Doch ein Wolf. Ja, ich würde sagen, ich habe Hunger, dann essen wir den, oder? Na gut. Metallicus ist gestorben. Ich habe doch nur ein Toastbrot gegessen. Oh Gott, ich bin auch gestorben. Hä? Ich habe doch gerade nur ein Toastbrot gegessen, weil ich Hunger hatte. Du hattest aber nicht mehr viel Leben und die Toastbrote, das sind schlechte Toastbrote. Ach komm, echt jetzt? Naja, 700 Meter, dann bin ich beim Händler. Oh, sehr schön. Ach, hier waren wir schon. Das ist hier wieder unsere komische... Nee, hier waren wir nicht. Ah, oh, hier sind ja auch Mich Zombies. Hat der Wolf gekillt übrigens. Weil ich hatte ja auch nicht mehr viel Leben. Wir treffen uns beim Händler, würde ich sagen. Ach, wir sind hier beide. Guck mal. Ja, aber hier ist schon irgendwie alles gelootet. Ja, hier waren wir doch. Ist das die Bude gewesen? Ja, ja stimmt. Ja, okay, da sind wir über den Zaun da hinten. Okay. Ja, dann suchen wir mal den Händler. Der ist da hinten. Ja. Oh Mann, oh Mann, oh Mann. Fängt ja schon gut an. Wir sterben uns einfach zum Händler. So, das heißt, jetzt wäre die nächste Quest vielleicht erstmal eine Base suchen, oder? Ja, wir sollten uns einen sicheren Punkt irgendwo in der Nähe vielleicht beim Händler suchen. Obwohl das hier bei der Map recht schwierig ist, wo wir hier gespawnt sind.
Weil du siehst, der, um den Händler ist eigentlich nicht viel. Dann bauen wir unser eigenes Häuschen. Also, von daher ist es gar nicht so einfach. Ich würde gerne mal mein Rohr reparieren. Wo willst du ein Rohr reparieren? Reparier mal dein Rohr. Ja, du, ja, die haben mir zu viel an dem Rohr rumgespielt, deswegen ist es, hat es jetzt einen Knick drin. Ach so. Und muss repariert Knick werden, ja. Oh oh. Na gut. Das Rohr funktioniert nicht mehr so gut. Verstopft? Ja. Durch den Knick. Ja, so in der Richtung. Oh wei, oh wei. Wir reden wieder nur Blödsinn, Daniel. Das wäre ja mal nichts Neues, oder? Bei uns. Ich muss alles looten, ne? Ich kann ja nicht, ohne das alles zu looten. Du bist an der Sporttasche vorbeigelaufen, aber da waren nur 5 Knochen. Ja, drin. Ich will jetzt nicht looten, weil ich überladen bin, wie blöd. Und aber wir brauchen Essen. Dann kommen wir ja gar nicht mehr am Ziel an. Ja, ich hab, wenn du magst, ich hab noch so ein Toastbrot. Nee, das Toastbrot esse ich nicht. Ein altes Schem-Sandwich. Das kannst du selber essen. Siehst ja, was passiert, wenn du kaum Leben hast. Ich halte mich mit Eiern über Wasser. Hört sich auch irgendwie komisch an. Mit Eiern über Wasser halten. Das müssten wir mal ausprobieren. Jo. Ich baue mir einen Schwimmring aus Eiern. Wie war das? Ich glaube, bei den Eiern, wenn die faul sind, gehen sie unter. Und wenn sie noch nicht faul sind, schwimmen die oben. Das heißt, mit frischen Eiern könnten wir uns eine Rettungsweste basteln. Ja, und dann gehen wir hier über einen großen Teich. Das wär's doch. Das wäre doch cool. Das habe ich aber auch noch nicht gecheckt, noch nicht mitbekommen, dass ich im Schwimmbad an der Wasseroberfläche treibe, weil. ne? Vielleicht sind deine Eier aber auch faulig. soll ich mal untersuchen lassen. Wenn du nicht oben schwimmst, solltest du dir das mal überlegen, das vielleicht untersuchen zu lassen. Oh wei. Obwohl, die Schwimmhosen sind immer so eng, vielleicht können die einfach nicht auftreiben. Oh Mann, oh Mann, oh Mann. Leute, hört gar nicht hin. Ja, ist, aber mittlerweile dürfen wir so Sachen sagen, weil mein Channel nicht mehr U18 ist. Ja, es wäre auch schlecht, weil dann könnten wir nicht das spielen. Spielen. Ja. Da ist der Händler. Ich sehe den Händler. Ja, ich sehe sein Ding da oben. Also sein Schornstein. Oh, ach, Mann. Dieser verfluchte Ausdauer. So, mach hier mal Stoffhetzen draus. Fliege, geh weg vom Monitor, sonst hau ich dich tot. Ganz viele Stofffetzen. So, wo geht's rein? Dann geben wir jetzt die Quest ab. Mal gut, dass wir erst nach der. Ich werde für mir vermöbeln den Händler und übernehmen das Ding. Auch eine gute Idee. Aber hier kannst du nicht bauen. Und ja, dann abbauen und ja, so. Dann brennen wir alles nieder. So als Dankeschön. Ja, stimmt. Kann man auch machen. How are you? Ja, du mich auch. You did it. Great job, Travis. Guten Tag. Ach, das ist die Belohnung. EP 3750, 330 Cheton aus Duke's Casino. Wähle 1. Ein Handbuch automatische Waffen. Das hört sich schon mal geil an. Panzerplattenmod, Kleber, Rohrbombe. Na, Rohrbombe ist Blödsinn. Molotov-Cocktail ist auch Blödsinn. Also wenn dann. Also ich tendiere zum Buch, weil ich glaube, die Bücher sind so mit das Wichtigste hier drin. Im Moment, ja. Vergiss es. Erstmal keine Quest. Erstmal Bücher lerne. Unkontrollierter Feuerstoß. Auf engem Raum muss man manchmal einfach drauf losballern und hoffen, dass etwas trifft. Im vollautomatischen Feuermodus verursacht jeder Treffer 1% mehr Schaden, bis du verfehlst. Ah, ich bin schon froh, wenn wir die ersten automatischen Waffen haben.
Ich habe keine Muni. Ach, nur 9 mm, okay. So. Wie? Wir haben schon wieder eine Quest? Ja, müssen wir ja nicht sofort machen, aber wir brauchen die Kohle. Ach so. Ich werde für mit Plündern da hinten. Guck mal, der hat ganz viele Waffen da hängen. Und ich glaube zu wissen, die, das, was wir jetzt bekommen haben, das Häuschen, das ist hier um die Ecke, 300 Meter, 400 Meter, da. Ja. Das reißen wir uns dann gleich unter den Nagel. Looten und behalten. Ja, erstmal als sichere... Hört sich gut an. Können wir Unterkunft. Machen. Und dass wir dann auch da erstmal unseren ganzen Loot unterbringen können, weißt du? Dann sollten wir vielleicht mal unsere Kiste hier mitnehmen. Ach so, wir können ja eh nichts tragen. Nee, wir können ja nicht weiter tragen. Wir sind ja voll. Ja. Die holen wir dann das nächste Mal. Wuppdi-wuppdi, schalalup. Ach so, vielleicht mal die Fertigkeiten durchgehen. Gerade haben wir nämlich Ruhe. Wir sind keine Zombos. Das ist halt die Frage, ja. Was lernen wir denn? Weil ich habe schon, keine Ahnung. Da, 6 Punkte kann ich verteilen. Also ich trage halt gerne und loote gerne. Das heißt, ich würde ganz gerne den Packesel schon mal eine Stufe weitermachen. Ja, mach das doch. Du kannst 3 Gegenstände mehr tragen. Juhu. Wie komme ich auf Lumpensammler? Ach so, da muss die allgemeine Stärke-Dingens dann wahrscheinlich hochgelevelt werden. Nee, das geht nicht mehr. Ach, das ist dann mit Büchern. Okay. Dann. Prügelpeter, was kann der denn? Du steckst nicht viel weg, aber du weißt, wie man einen Knüppel schwingt. Ja, das weiß ich auch so. Knüppel verursachen 10% mehr Schaden. Angriffe fügen betäubten Gegner 40%. Ja, das hört sich blöd an. Konstruktionseigenschaften, Bergarbeiter. Gibt's hier nicht sowas bautechnisch? Schatzsucher, Plünderungseigenschaften. Der glückliche Sammler. Bessere Beute zu finden. 5% mehr persönlich. Plünder ist 10% schneller. Schatzsucher. Für jeweils 7 ausgegrabene Blöcke verringert sich der Schatzsucher. Ach, Blödsinn. Altstoffsammlung, Präzision. Ja, auf Schießen würde ich dann irgendwann gehen. Laufen und schießen, leichte Rüstung, Tarneigenschaften aus dem Schatten. Was vielleicht auch nicht schlecht ist, ist besser verhandeln. Du steigst 10%. Vielleicht, was ich immer mache, ist unter... Der Ingenieur war wichtig, das weiß ich. Ja, wie gesagt, so wichtig ist das jetzt alles nicht mehr, weil gern den Büchern. Was ich immer mache, ziemlich recht früh schon des Spiels, ist bei der Intelligenz der wagemutige Abenteurer. Da kriegst du bessere Questbelohnung. Entschuldigung, Leute. Ja, dann nehme ich den mal mit rein. So, dann würde ich ganz gern der Heilfaktor, glaube ich, war besser. Genau, Heilung. Und Ausdauer gehen wir noch einen hoch. So, wie viele Punkte habe ich noch? 2. Dann nehmen wir Maschinengewehrschütze. Na, nee, noch nicht. Waffen will ich noch nicht. Erst will ich wissen, was ich dann für Waffen habe. Es bringt mich nichts, das hochzuleveln, wenn ich dann nichts habe. Chefkoch, du kochst nicht sehr häufig, kennst aber die Grundlagen. Verwende 20% der... koche 40% schneller. Ja, nee. Wie kann ich jetzt die 2. Stufe Lumpensammler machen bei Packesel? Oder geht das jetzt mit Büchern? Doch, du musst die Stärke, das Attribut Stärke hochleveln. Ach, da oben ist Stärke, ja, sehr gut. Dann da noch einen drauf und lieber nochmal Packesel. Ich will halt viel schleppen können. Guck mal, ich bin fast nicht mehr überladen. Ja, so gut. Ist nur noch ein Slot. Na, ich 4. Hab noch 5. 4. Sehr gut, dann essen wir mal unser Sandwich. Nee, ich lasse es. Nee. Okay. Wir gehen geht da ja jetzt voran. Zur Quest. Wir brauchen ist die Kohle. Auch, ist hier eigentlich auch eine Außenperspektive? Nee. Oh, ich freue mich schon aufs Fahrrad und aufs Motorrad. Das Motorrad war geil. Das dauert.
Das Motorrad war ziemlich geil. Musst du ja freischalten, das dauert. Wenn du Glück hast, kriegst du es vielleicht als Questabschluss, aber so wie früher droppen die nicht mehr. So, mal kurz die Facecam ausmachen. Da ist nämlich gerade eine Angel unterwegs mit Baby. So. Dann machen wir die Quest da fertig und dann reißen wir uns das unter Nagel. Was auch immer das ist, ist völlig egal. Ja. Für den Anfang reicht das dann erstmal. Ich habe keine Ausdauer, ich komme nicht hinterher. So, voll in die Kombo Schnauze, blöde Nuss, du. Ah, sehr gut. Tot ist er. Ach. Ach du Scheiße, ob wir uns das unter den Nagel reißen, weiß ich aber ehrlich nicht. Das ist die Mine. Oh je! Na gut. Hilft nichts. Drinnen bleiben und säubere Gebiete. Also wir müssen nur killen jetzt, nichts suchen. Ja, wir müssen nur killen. Das. Also killen lassen, das kann ich. Das kann ich auch gut. Steh mal auf. Ne, der ist nicht. Ja, wir können den Schmodder mitnehmen. Ja, dann hier schon mal die Baumatz mitnehmen. Nimm mal Schmodder mit. Wie sieht's denn hier aus? Da ist ein Käfig mit ganz viel Gedöns drin. Abgefahren. Da kommen wir erst hin. Hier, Pilze gibt's hier en masse in dieser Mine. Gleich essen. Ich weiß nicht, ob du die so essen kannst. Die muss man ja hauen. Ich versuche die jedes Mal mit E aufzunehmen. Nein, hier muss man die hauen. Oh, oh, oh. Drei Zombos. Wo? Das siehst du oben, ach so, oben auf der Karte, ich sehe es, ja. Ist das aber jetzt nicht gerade. Oh, ey! Ich glaube, du spinnst doch. Ist das nicht kontraproduktiv, dass wir jetzt voll überladene Mission machen? Wieso, kannst du dich schon nicht mehr richtig bewegen? Nö, also, nicht mehr so voll. Also, ich kann mich noch normal bewegen, deswegen. Bei mir ist nur immer Ausdauer. Ja doch, normal bewegen kann ich mich noch, aber das wird nicht mehr lange sein. Solange wir hier looten. Ah, da geht's ja noch weiter. Was wir nicht brauchen. Okay, ich glaube, dann gehen wir erstmal da runter, ne? Ja, lass mich hier eben schon mal die Baumatz mitnehmen, das werden wir alles brauchen. Da oben kloppt was. Ja, ich hör's. Gehen wir hier mal luschern. Oh, 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 hinter dir! Aua! Was bist du denn hier? Der ist da aus dem Loch gefallen. Ist da ein Loch? Ach, da ist ja ein Loch. Ja, da. Okay. Wir könnten den Zombies mal eine Schaufel sponsern, dass die vielleicht es nicht ganz so schwer haben. Oh, bei. Ach, guck mal hier, so eine. Oh, Mama. Mhm. Was macht die hier eigentlich schon, ey? Wir sind doch noch ganz am Anfang. Das sind schon relativ harte Mobs. Ich hab ne Hose. Mhm. Geh doch nicht an den Müllsäcken vorbei. Mit Daniel Luke. Aber ich bin doch schon fast überladen. Vorsicht. Ach, was wollen die denn jetzt hier? Drecksviecher. Stirb! Oh. Oh, ich hab Sprit gefunden. Brauchen wir noch nicht. Oh wei. Ich hab ja schon ein bisschen Angst hier. Na gut, gehen wir da hoch. Sieht komisch aus, wie du da hochkratzelst. Ich komm nicht hoch, so. Oh, guck mal. Wieso hat denn der was gelootet, gedroppt, obwohl der noch gar nicht tot ist? Doch, der ist tot. Der hat einen gelben Sack verloren. Ach, der steht nur noch, der ist tot. Ja, ich glaube, der hat irgendein Problem. Ja. Dem geht's nicht gut. Nee, dem geht's nicht so gut. Junge, was ist dein Problem?
dem geht's wirklich nicht. Jetzt ist er weg. Oh wei. Ah, ich bin drüben. Ja, ich glaube ich auch. Oh, diese versiegelten Kisten da. Warum versiegeln die die immer? Das weiß ich auch nicht. Guck mal, was der da macht. Was macht der? Der asselt da rum. Mein Bein ist gebrochen und ich bin unten. Was willst du da unten? Ich bin runtergefallen. Okay, das ist doch schon mal was. Tu es nicht, das tut dolle weh. Ja, ich versuche gerade irgendwie anders einen Weg hier rauszufinden, aber... Verwende Tür verschlossen. So, ich klopp mich... 7000, nee, da klopp ich mich nicht durch. Da klopfst du dich tot. Wo ging's denn hier raus? Müssen wir vielleicht doch hier so... Nein, ich bin runtergefallen. Bist du auch runtergefallen? Hast du ein gebrochenes Bein? Ja, ja. Ja, ich auch. Nee, hier gehen, sind wir hergekommen, das ist falsch. Oh Gott, ich humpel hier lang. Okay, wir müssen hier in die Richtung. Nee, da sind wir. Ja, genau, da müssen wir lang. Jetzt kriechen wir hier aber wirklich lang, ey. Oh wei, oh wei, oh wei. Einmal mit Profis? Da läuft doch, oder? Ja, ja, absolut. Also, Also, ich möchte die hier nicht erstmal als meine Base haben, eigentlich so. Nicht? Ja, oder hier unten dann halt, nee, gleich am Eingang. Das könnte man sich überlegen. Das sieht hier so nach richtig aus. Ich brauche ein bisschen, mach mal. Ach so. Hatten wir nicht schon eine Schiene in der Kiste? Ich weiß es nicht, aber ich habe ganz viel Medikkram gelootet. Vielleicht habe ich... gegen Brüche. Ja, warte mal, ich will gerade mal gucken. Ich habe Blutbeutel, ich habe Schmerzmittel, ich habe einen Verbandskasten. Hilft alles nichts gegen. Kann ich die schon bauen, die Schiene? Vitamine? Nö, keine Schiene. Hätte ja sein können, dass Schiene dabei ist irgendwie. Oh, Klebeband brauche ich dafür. Ja, doch, das kriege ich hin. Ach, wir haben die Mission sogar schon. Ja, ja. Rede mit dem Händler. Schiene. Ich warte hier oben auf dich. Ja, ich habe mir eine Schiene gemacht, dann bin ich ein bisschen schneller benutzen. Ah, ich trinke jetzt erstmal mein Käffchen. Ich weiß nicht, also musst du entscheiden. Wir könnten natürlich hier unten uns sonst erstmal reinbauen. Nee. Aber ich finde das da jetzt nicht so unübersichtlich. Prickeln. Ich finde es halt unübersichtlich. Da können die ja von überall sich rumgraben. Richtig. Also gehen wir nochmal zum Händler. Wanderhorde ankommt, dann haben wir echt die Arschkarte, ne? Würde ich sagen, gehen wir nochmal zum Händler. Warte mal, ich will mal auf die Map gucken, ob wir schon irgendwo... Nee, wir haben noch nicht mal irgendeinen Anhaltspunkt. Ja, da sind Gebäude, naja, doch, aber bringen nicht viel. Auf der rechten Seite, also Nordosten vom Händler, da scheinen zwei Häuser zu sein, siehst du es? Ja, dann gehen wir zum Händler und laufen da einfach mal hin, mal gucken. Mhm. Wir sollten halt mal Inventar irgendwie leer kriegen. Ja, wir und müssen das am ja besten, die Kiste noch haben beim Händler. Ja, aber ich würde vielleicht schon erst eine Base finden, weil wenn wir die Kiste noch mehr zumüllen, so können wir gleich in der Base das Zeug lagern, weißt du? Ja, können wir auch machen. Oh, why? Guck mal, da rollt ein Kopf. Da rollt der Kopf. Der halbe Kopf, ey. Oh, willst Mann. Du mal schießen? Ah, schon weg. Ja, schießen geht leider nicht. Obwohl, ich habe ja hier so ein... Na, ich dachte eher Fußball schießen. Wie funktioniert der? Achso, ich habe keine Pfeile. Ah, okay. Ja, ich bin eh nicht so der Bogen. Nee, Bogen ist in 7 Days auch nicht gerade geil. Aua. Hier ist eine Kiste. Also, keine Kiste, sondern... Oh, wie sie rummotzt wegen ihrem gebrochenen Bein, wenn ich ein bisschen schneller laufe. Ja, hier, das, mir geht's genauso. Gebrochenes Bein und 11 überladen. Ja gut, aber ich würde sagen, wir sind bei 35 Minuten. Ach stimmt, das geht ja auch irgendwo.
Wie finde ich denn die? Schiene. Schiene. Musst du nur ein Klebeband machen aus Kleber und dann müsstest du dich eigentlich bauen können. Klebeband, ja. Fertigen. Jetzt machen wir Schiene. Ey, ich hab's echt heute mit dem Tippen drauf hier. Wow. Schiene. Okay, fertigen. Wo ist die? Ach so, jetzt haben wir sie. Und benutzen. Ich benutze genau die Schiene. Dann bist du nicht mehr ganz so... Ja, trotzdem lahm. Aber ja, ich würde sagen, wir sind so bei 35 Minuten angekommen. Mhm. Wir machen das jetzt so, offscreen laufen wir da mal hin und geben den Kram ab. Und vielleicht würde ich sogar behaupten, suchen wir jetzt offscreen einfach mal nach einem Häuschen. Genau. Dass wir nicht jetzt noch 10 Folgen hier rumirren, dass wir wenigstens mal das Gepäck frei haben und wenigstens ein bisschen vorankommen. Mhm. Ansonsten, ihr kennt das Spielchen, Daumen nach oben, abonnieren, kommentieren, ne? Und dann sehen wir uns auf jeden Fall in der nächsten Folge. Also, bis dann und tschüss. Bis dann, ihr Lieben. Tschüss.